Motorradkontrollen am Edersee zum Auftakt der Motorradsaison. Das hat Tradition. Hier geht es hauptsächlich um Prävention und Aufklärung. Ja, Thomas Junghans, stellvertretender Leiter der Verkehrsinspektion beim Polizeipräsidium in Kassel. Alle Jahre wieder ist Kontrolle am Edersee, macht auch Sinn. Ja, auf jeden Fall. Also heute haben wir ja die Auftaktveranstaltung für unsere Zweiradkontrollen, die wir dieses Jahr hier durchführen. Und der Schwerpunkt sitzt heute am Edersee, weil man da schon die schönsten Kurven hat, die man wirklich fahren kann. Und heute sind wir dann unterwegs mit verschiedenen Kräften in Zivil oder in Uniform. Und wir möchten etwas für die Verkehrssicherheit tun. Präventionsgespräche mit den Motorradfahrern und Fahrerinnen durchführen. Wie beginne ich einen Saisonstart? Wo muss ich drauf achten? Was muss ich mit mir selber in Einklang finden? Bin ich überhaupt fit dafür? Ist mein Motorrad fit? Und dann schauen wir mal, ob alles in Ordnung ist. Wenn man heute mal so die Unfallmeldungen anschaut, die so im Laufe der Saison immer eintrudeln, sind es oftmals die älteren Fahrer, die betroffen sind, gar nicht so die jüngeren. Ja, das sind auch sehr viele Wiedereinsteiger, die sagen, oder Späteinsteiger, die sagen, jetzt möchte ich noch mal Motorrad fahren und eben nicht so die Erfahrung mit sich bringen. Da haben wir dann manchmal eben das Problem, aber ich möchte es nicht unbedingt am Alter festmachen. Auch der junge Unerfahrene oder eben der Junge, der sich wirklich unbesiegbar hält und eben dann die Grenzen des Motorrades austestet und öfters auch an seine eigenen Grenzen stößt. Neben Geschwindigkeit ist ein zweiter Schwerpunkt der Kontrollen die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge, sprich Manipulation, Umbauten und so weiter. Ja, das natürlich schauen wir da auch drauf. Ne, das ist aber, ich würde mal sagen, hier bei der Zweiradkontrolle heute nochmal untergeordnet. In erster Linie geht es wirklich darum, ist denn das Fahrzeug zum Saisonstart schon verkehrssicher? Ne? Habe ich denn auch alles getan? Habe ich dann auch wirklich genügend Luft auf dem Reifen? Habe ich dann überhaupt noch genug Reifen, ne, um an dem Fahrzeug noch mitzufahren mit dem Fahrzeug? Funktioniert denn Licht und Bremse? So erstmal diese einfachen Basics. Ne? Die müssen wir heute eben bei den Leuten auch nochmal in Erinnerung rufen. Das, manche fahren ja einfach los, ohne nachzugucken, haben das Motorrad im November abgestellt und wollen es heute auch wieder bei schönem Wetter um den Edersee führen und wissen gar nicht, was sich damit antun. Jetzt sind wir hier in Mittelgebirgsregion, von Mera-Meißner bis Vogelsberg, Waldeck-Frankenberg. Kleine, schmale Straßen, die verlocken natürlich auch manchen, seine Grenzen auszutesten. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja hier ein absolutes Motorradparadies. Hier Kurve an Kurve, ne? Leider nur 50 km/h beschränkt. Ne? Dann würde der Spaß doch viel größer sein. Und das musst du eben mal austesten. Ne? Naja, wir hatten vor 50, hatten wir 70 und davor keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Das hat vielen Motorradfahrern das Leben gekostet. Ja, auf jeden Fall. Also die 50 sind schon sinnvoll, muss ich schon mal sagen. Ne? Aber so, wenn man selber mit Leib und Leben Motorradfahrer ist, würde man sich mal wünschen, die Kurven schneller fahren zu dürfen. Ja, es steht ja nicht immer eine Kontrolle da. Ja, aber selbst das Schild sollte eigentlich ausreichen, ne, dass man sich an die Geschwindigkeit hält, auf jeden Fall. Jetzt ist am 21. April, das ist also in 3 Tagen, ist Speedmarathon. Da sind Sie auch wieder im Einsatz? Auf jeden Fall, ne, da sind wir auch wieder dabei. Da haben wir dann wirklich die Geschwindigkeit im Blick. Heute war die Geschwindigkeit eben untergeordnet. Heute ging es wirklich um die Präventionsarbeit hier, um anständig in die Saison zu kommen. Und am 21. dann wird dann eben wirklich gemessen und dann geht es dann wirklich um die Geschwindigkeit, die gefahren wird und was dahinter dabei rauskommt. Nichtsdestotrotz, heute war ein ruhiger Tag, obwohl das Wetter einigermaßen ist. Aber auch Autofahrer sind hier kontrolliert worden und sind eigentlich eher wie die Motorradfahrer aufgefallen mit Geschwindigkeitsübertretung. Ja, das stimmt. Heute waren die Pkw-Fahrer eindeutig schneller wie die Motorradfahrer. Das hatte mich dann doch erstaunt. Nichts ist mühsamer wie Prävention. Das wird hier schon seit Jahren gemacht. Und man lässt aber auch nicht nach, denn bei jeder
Motorradfahrer, der sicher losfährt, aber auch sicher wieder nach Hause kommt, ist ein Gewinn. Ja. Für die Gesellschaft, für die Polizei, für uns alle. Auf jeden Fall, also Prävention, ganz klar, eine unserer wichtigsten Tätigkeiten, dass wir hier die Prävention eben drüber bringen, damit die Leute verstehen, woran müssen sie sich halten, was wollen wir von ihnen, was müssen sie tun, damit sie am Ende der Saison noch gesund vom Motorrad absteigen können und können sie in die Garage stellen.